Leute, ich bin's da, heute bin ich mit Shannon. Was geht? Wir gehen später Odagawa essen, also wir gehen japanisch essen, Curry Katsu und Karage in Berlin-Charlottenburg an der Kantstraße. Waren wir ja letztes Mal schon mal. Ist halt das Chinatown-mäßig von Berlin. Und laufen noch ein bisschen rum, genießen das schöne Wetter hier und dann sind wir bei Odagawa. Bis später. Wir sind jetzt da, der Laden ist rappevoll, wie ihr sehen könnt, das jeder Tisch ist besetzt und wir haben Glück gehabt, dass wir ein bisschen früher gekommen sind, deswegen haben wir noch einen Tisch bekommen. Den Laden gibt es auch schon mega lange, seit 1985 und ich weiß noch, mein Vater hat mir gesagt, dass er als hier ankam in Deutschland, dass es den Laden auch schon da gab, also schon längst gab so. Und der hier auch schon früher selbst gegessen hat, wo er noch ein bisschen jünger war, deswegen ist es krass, dass es diesen Laden immer noch gibt und ich finde es auch geil, dass sie hier den gleichen Flair noch haben, also mit diesen Holzpaneelen und so, das ich mal zeigen. Die Holzpaneele, das ist sehr japanisch eingerichtet mit den ganzen Lichtern auch und den ganzen Bildern, also schon noch sehr japanisch eingerichtet auf jeden Fall. Hat sich natürlich, der Laden hat Besitzer ab und zu gewechselt und so, ist nicht gleich im Besitzer wie früher. Deswegen bin ich auch gespannt, ob das Essen immer noch gleich ist wie ich, früher, weil ich war schon länger nicht mehr hier, wo es doch die alten Besitzer da waren, aber sieht alles noch wie früher aus und ich bin gespannt, wie es schmeckt. Bis gleich. Leute, der Tee ist da. Wir haben Sencha Grüntee bestellt und das riecht auf jeden Fall schon sehr nice. Immer darauf achten, dass es nicht zu heiß ist, weil sonst verbrennt ihr eure Zunge. Nichts geht über einen guten Tee, Leute. Tee ist, das erfüllt einen immer. Schön warmer Tee. Das ist wie Medizin. Echt. Schöner Grüntee. Oh, Leute, das Essen ist da. Wir haben hier einmal das Katsu Curry mit, ich glaube, Hähnchen Katsu. Ich weiß nicht, ist das Hähnchen oder? Hähnchen Chicken Katsu mit Reis und japanischen Curry. Dann haben wir hier, Shannon hat sich bestellt, auch Reis mit Karage und auch Curry, ne? Oder ist das? Ne, Bratensauce. Er hat Karage mit Reis und Bratensauce. Die Portionen sind immer noch mächtig, wie ihr sehen könnt. Also wie früher, es hat sich nichts verändert, sieht auch immer noch stabil aus. Und we can't wait to dig in. Let's see. Der Reis auch. Ja, ich glaube, das ist der japanischer Rundkornreis. So wie es sein soll. Ne? Kein Jasminreis, ganz wichtig. Jasminreis gehört nur in die thailändische oder sagen wir südostasiatische Küche. Rundkornreis ist sehr japanisch. Das Katsu Curry. Auch sehr, ja. Kann man machen. Kurz. So. Direkt erstmal checken. Ganz kurz, wie lost kann man sein? Wie lost kann man sein? Ich habe mich schon gewundert, Digga. Ehrlich, diese Bratensauce ist einfach geil, das passt einfach genau perfekt zu dem Hähnchen. Ist schön knusprig, ist ja gerade frisch aus der Küche gekommen und dadurch ist die Soße noch nicht so lange drauf und es bleibt knusprig. Hähnchen schön saftig, hat auch schön Fettgehalt, super. Oh, Reis. Ist auch schön heiß, der Reis. Ja, Mann. Reis auch geil. Ich persönlich bin immer ein Fan von Jasminreis, aber das hier passt perfekt genau dazu. Nochmal beiden mit beidem. Reis und Chicken.
way too much. Okay, die ganze Soße verteilt sich in den Mund. Wenn du das Chicken noch hast, beides zusammen einfach wie voneinander geschaffen. Joy, Bro. Danke, Bro. Richtig machen. Es schneidet sich auf jeden Fall schon sehr, sehr weich. Und über nur das Chicken. Nur das Chicken. Die Bratenwurst. Sorry. Die Bratenwurst passt richtig gut. Genau. Das ist schon. Also. Das ist wie früher. Also es hat sich echt nicht viel geändert, muss ich sagen. Ich hatte ein bisschen mehr denken, dass sich das ändern wird, weil die neue Besitzer da sind, aber die Panade ist noch sehr, sehr dünn. Das feiere ich. Ich mag es nicht, wenn die Panade so richtig dick ist und da ist nur noch Panade und kein Fleisch drin. Und hier ist es halt noch sehr dünn. Die Bratwurst passt noch richtig gut zum Chicken. Chicken ist auch schön saftig, ist nicht zu trocken. Ich glaube, es ist auch Hähnchenschenkel und nicht Brust. Deswegen haben die eine gute Wahl ausgewählt. Kommen wir mal zum Reis. Rotkornreis. Mhm. Wie Shannon schon meinte, ich selber bin auch größerer Fan von Jasminreis. Einfach weil wir von Thailand kommen und man ist halt gewohnt. Jasminreis ist halt oh, die Kultur unserer Heimat, sag ich mal. It's the way to go. Yeah, it's the way to go, actually. Und ja, der Reis ist ein bisschen so, ist ein bisschen trocken. Ohne die Soße wäre es ein bisschen hart. Ohne Soße wäre es ein bisschen hart zu essen. Mit der Soße ist optimal. Aber sonst, als Gesamtpaket, das Chicken ist geil. Und die Soße passt echt gut. Wollen wir mal gleich hier das Ganze probieren, bevor es kalt wird. Auch, oh, ja, Mann. Mit Currysoße. Das Katsu. Oh ja. Oh, ihr seht schon, ist auseinandergefallen. Bisschen. Oh. Oh. Raus damit. Gib ihn. Gut. Auch hier. Panade, Tom. Noch sehr dünn. Chicken. Bisschen. Ich glaube, das ist Brust. Das ist ein bisschen drier, also ein bisschen trockener als das hier. Immer noch okay. Ihr seht es auch hier in den Parsern. Das ist halt ein bisschen trockener als das andere. Aber immer noch voll okay. Also nicht so trocken, dass man dann sagt, ey, ist viel zu trocken, sondern immer noch voll okay. Ja, die Soße ist auch Killer, also das Curry. Ich mag normalerweise Curry nicht so, es ist japanisches Curry, aber es kommt auch immer drauf an, wie es gewürzt ist. Mhm. Schön mild. Japanisches Curry ist halt nicht scharf. Das ist nicht verglichen zum thailändischen Curry, indischen Curry. Japanisches Curry ist so eher pfeffriger, nicht so viel, also kaum Chili, ist ein ganz anderer Geschmack. Müsst ihr mal erst ausprobieren. Das ist schwer zu beschreiben. Ist halt auf jeden Fall kein scharfes Curry. Der Reis ist wahrscheinlich der gleiche, bloß mit Currysoße. Ja. Das Curry mit dem Reis ist krass. Gleich mal probieren. Ist ein bisschen besser, also gefällt mir mehr als mit der Bratwurst auf jeden Fall. Machen wir mal gleich mal einen Test mit allen drei zusammen. Lässt sich auf jeden Fall gut schneiden. Alles. Reis, Chicken, geht immer. Kann man nie was falsch machen. Gut. Reis und Chicken, das könnte ich jeden Tag essen. Erstmal die Soße. Feinschmecker. Bruder, du weißt. Gourmet. Ja, Mann. Chef. Chef. Also, das Curry ist schon lecker. Also, ich weiß gar nicht, woran mich das genau erinnert. Es hat mich tatsächlich wirklich an, auch so ein bisschen so. Schon ein bisschen an ein indisches Curry, aber es ist trotzdem nochmal anders gewürzt. Aber ist geil. Ich probiere mal mit Huhn. Ich glaube, die perfekte Kombination ist wirklich dieses Huhn mit diesem Curry und dem Reis anstatt der Bratensauce.
weil hier das Huhn ist ein bisschen fettiger, hat einfach ein bisschen mehr Geschmack. Hier ist ein bisschen, kleines bisschen trockener. Aber trotzdem sehr, 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 sehr lecker. Fühl ich. Preis-Leistung? Ja. Ja. Mhm. 50, 7 Euro. Auch die Portion ist Baba. Mein Curry ein bisschen teurer war. Arcade. Kostet, glaube ich, 6,40 Euro oder so. Stimmt, super. Ja. Ich muss einfach ehrlich sagen, so mit dem Licht, mit dem Holz, mit dem, auch wie es angerichtet ist, also sehr, sag mal, nüchtern angerichtet, irgendwie nicht schickimicki oder so, sondern wirklich nur Reis, Soße, Chicken, auch Interieur sehr nüchtern, aber auch bodenständig. Es erinnert mich sehr an Japan. Ich war in Tokio vor ein paar Jahren und da war es auch so und sehr ähnlich und deswegen so, es ist halt irgendwie noch authentischer gefühlt. Ist der Vibe. Ja, ist der Vibe. Also. Ich kann echt sagen, das Curry in Japan ist von der Farbe auch ein bisschen dunkler. Schmeckt auch ein bisschen anders als hier. Das hat den Channel richtig geschmeckt. Hat so einen leichten indischen Geschmack mit dem Kumin. Stimme ich dir vollkommen zu. Schmeckt nicht so wie in Japan auf jeden Fall. Ist trotzdem lecker gewesen, aber ein bisschen anders. Ja. Hat einen eigenen Touch gehabt. Aber der Tee ist nice. Der Tee ist stabil. Das ist schön. Soße. Das ist geil, ja? Das Hühnchen riecht schon warm, frisch vom Grill und schmilzt quasi auf deiner Zunge. Gestört. Auch mit dem Sesam oben drauf. Gibt es nochmal so eine leichte Note. Sesamnote. Schmeckt sehr gut. Yakitori. Boah, das letzte Mal, als ich Yakitori gegessen habe, war in Japan. Also, ich schätze schon mal 1:1 Vergleich. Druck. Erstmal riechen. Ja. Der ist schon süßlich irgendwie. Ein bisschen süßlich. Auch kräftiger Geruch auf jeden Fall. Oh Mann. Weißt du, ich meine mit Schmilz auf deiner Zunge? Leute, ich habe vielleicht dreimal gebissen, das Ding war weg. Also sehr saftig. Props auf jeden Fall. Sehr saftig. Soße ist süß, wie ich erwartet. Der Sesam passt auch sehr gut dazu. Was auch geil ist, irgendwie, es schmeckt so ein bisschen rauchig, oder? Mhm. Das ja. Ist ziemlich nice. Also, guter Tipp auf jeden Fall von Shannon hier, die Yakitori zu bestellen. Zwar sehr wenig, also zwar sehr klein, so der Spieß, leider. Aber das war wirklich gerade das Highlight hier, glaube ich. Dieses Rauchige mit dem Süßen. Dann noch, dass es so zart ist mit dem Sesam, schon sehr stark. Also, Props dazu, ein bisschen nachspielen mit Reis. Ne? Man's sweet. Oh ja, krasses Ding. Ja. Sehr, sehr lecker. Nur zu empfehlen. Also das hier kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Sehr lecker gewesen. Muss man einfach sagen, das war schön. Hat er verkauft oder was? Ich glaube, er hat Jo, was geht, Leute? Wir sind jetzt fertig. War sehr lecker, oder?
top. Preis-Leistung. Ja. Ja. Ja, ich würde auch sagen, Preis-Leistung war wirklich sehr gut. Wir haben gezahlt 24 Euro für uns beide, also wirklich sehr, sehr lecker. Und ja, es ist halt sehr ähnlich wie früher, obwohl halt das Personal nicht mehr das gleiche ist und obwohl da keine Japaner mehr arbeiten und kochen, sondern andere Leute. Aber trotzdem schmeckt es immer noch so wie früher, also fast so wie früher. Und das muss halt einfach auch gesagt werden, was ich trotzdem gut finde. Also es war trotzdem lecker, hat sich trotzdem gelohnt, immer noch Preis, selber Preis. Gleiche Einrichtung, deswegen immer für mich immer noch gut gewesen. Und ja, Leute, wenn ihr andere Spots sehen wollt oder wenn ihr auch andere Spots habt für mich, die ich auschecken soll, schreibt es gerne in die Kommentare und dann ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, Daumen hoch geben und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, ciao.